Der Salzgehalt ist einer der wichtigsten Messwerte im Meerwasseraquarium. Jetzt gibt es aber auch eine ganze Reihe verschiedener Messmethoden und Messinstrumente, um diesen Salzgehalt zu messen. Ich will dir hier einmal verschiedene Messgeräte vorstellen und miteinander vergleichen, damit du sicher gehen kannst, dass du in deinem kleinen Minimeer auch immer die perfekte Salinität hast. Außerdem möchte ich den Moment noch nutzen, um verschiedene Maßeinheiten zu erklären, die du bei diesen Messungen manchmal bekommst, wie diese entstehen und was die dann untereinander auch bedeuten. Kleiner Disclaimer vorweg, alle hier in diesem Video gezeigten Geräte wurden nicht gesponsert, mit Ausnahme des Refraktometers von Aka. Das habe ich damals zu Beginn meines Meerwasseraquariums in einem Paket von Aka mitgeschickt bekommen. Das heißt, das Gerät ist gesponsert. Alle anderen Geräte, die ich dir hier heute vorstelle und die ich mittlerweile auch benutze, wurden nicht gesponsert, sondern einfach so gekauft. Also einsteigen muss man natürlich erstmal mit, was ist denn überhaupt der optimale Salzgehalt in einem Meerwasseraquarium? Und dazu kann man natürlich einen schönen Blick auf die Weltmeere werfen. Dort ist es nämlich so, dass wir in den meisten Meeren ein Salzgehalt von ungefähr 33 bis 36 Gramm pro Liter hat. Also 33 bis 36 Gramm Salz sind dort pro Liter Meerwasser gelöst. Es gibt dazu eine tolle Übersichtskarte aus einem Wikipedia-Artikel, den ich auch unten in der Videobeschreibung einmal verlinkt habe. Ganz generell findest du unten in der Videobeschreibung noch eine ganze Menge zusätzlicher Materialien, die ich einerseits für dieses Video rangezogen habe und die andererseits aber auch dazu dienen, dich noch tiefer in das Thema einsteigen zu lassen. Hier siehst du jetzt also den Salzgehalt der verschiedenen Meere weltweit. Und du kannst dort relativ gut sehen, dass die meisten Meere eben sich in diesem Bereich 33 bis 36 Gramm pro Liter befinden. Aber die Spannweite ist tatsächlich sehr viel größer. Wir haben also durchaus Extrembereiche der Weltmeere, wo wir dann nämlich insgesamt einen Bereich von 31 bis 39 Gramm pro Liter abdecken. Für uns im Aquarium sehen wir allerdings so ziemlich genau die Mitte, nämlich 35 Gramm pro Liter gelöstes Salz als Optimum an. Das ist das, wonach wir streben, was wir in einem Meerwasseraquarium haben wollen. So, diese Angabe, 35 Gramm Salz pro Liter Wasser, die kann man jetzt auch, je nachdem, was für ein Messinstrument wir haben, als Dichte beispielsweise angegeben bekommen. Ich erkläre dir gleich noch, was die einzelnen Messwerte genau bedeuten, wo die herstammen und wie man die auch untereinander verrechnen kann. Aber einfach nur noch mal, damit du das jetzt schon mal im Kopf hast, 35 Gramm pro Liter würde eine Angabe als Dichte von 1,023 Kilogramm pro Liter bei 25 Grad Wassertemperatur entsprechen. Was das genau bedeutet, wie gesagt, kommen wir gleich mehr zu. Nur einmal, dass du diese Zahl schon mal jetzt gehört hast. Das gleiche kann man übrigens auch als sogenannte Specific Gravity angeben. Das wäre auf Deutsch das spezifische Gewicht oder die spezifische Dichte, wobei Gewicht eigentlich präziser ist. Das ist eine US-Einheit und da lägen wir dann nämlich bei 1,026. So, aber jetzt einmal zu den Einheiten. Wenn du so ein Messgerät in der Hand hast und damit deine Salinität messen möchtest, dann hast du in der Regel vier verschiedene Messeinheiten zur Auswahl, die angegeben werden. Einige sind wahrscheinlicher, dass du sie auf deinem Messgerät hast, andere sind unwahrscheinlicher, aber je nachdem, was du da vor dir hast, kann es sein, dass du einen von diesen vier verschiedenen Messwerten vor dir siehst oder aber auch alle vier. Wir fangen mal mit den beiden gebräuchlichsten an und vor allem auch mit den beiden praktischsten. Warum erfährst du sofort? Wir fangen mal an mit PPT. PPT steht für Parts per Thousand und entspricht ziemlich genau dem Gramm pro Liter, was du gerade schon die ganze Zeit gehört hast. Das heißt, wenn du eine Zahl mit PPT dort hinter siehst, dann kannst du das gleichsetzen mit, diese Zahl entspricht Gramm pro Liter. 35,0 PPT, dann entspricht das 35,0 Gramm pro Liter. Wichtig bei PPT ist, PPT, also Parts per 1000, ist temperaturunabhängig. Es ist also egal, welche Temperatur das Meerwasser besitzt. Dieser Wert ist immer identisch, egal ob das Wasser wärmer oder kälter wird. Der zweite Wert, der mittlerweile eigentlich am gebräuchlichsten ist, wenn man in die Literatur schaut, nicht unbedingt bei den Messmethoden selber, aber tatsächlich in der Literatur, wäre PSU. Das ist nämlich die sogenannte Practical Salinity Scale, also die praktische Salzgehaltsskala. Und auch der PSU-Wert entspricht 1:1 Gramm pro Liter. Wenn also irgendwo steht 34,7 PSU, dann ist das 34,7 Gramm pro Liter. PSU ist allerdings selber dimensionslos. Das heißt, wenn irgendwo eine Zahl steht und dahinter PSU, dann ist PSU nicht die Maßeinheit, sondern es verdeutlicht einfach nur noch mal, welche Skala hier benutzt wurde. Aber eben anders als PPT, was eine richtige physikalische Maßeinheit ist, ist halt PSU keine Maßeinheit. Diese Skala ist entstanden als Ableitung der Leitfähigkeit, denn das ist eigentlich eine der gebräuchlichsten Messmethoden für den Salzgehalt, das Ganze über die Leitfähigkeit zu machen. Das funktioniert jetzt aber nicht so wie im Süßwasser oder für Osmosewasser, dass du einfach so ein Gerät nimmst, was zum Beispiel TDS misst, also die Leitfähigkeit des Wassers, du das da reinhältst und dann weißt, was für ein Salzgehalt du hast. Da gehört nämlich eine relativ komplexe mathematische Formel zu und die siehst du hier einmal.
Mit dieser Formel kannst du jetzt aus der Leitfähigkeit heraus die Salinität deines Wassers berechnen. Oder aber du lässt das entsprechende Gerät machen, weil, wie gesagt, die Formel ist schon etwas komplexer. Aber auch bei PSU ist ganz, ganz wichtig, PSU ist ebenfalls temperaturunabhängig, genauso wie PPT. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob ich 20 Grad Wasser oder 30 Grad Wasser messe. Der PSU-Wert und auch der PPT-Wert sind immer gleich. Was gibt es dann noch? Es gibt dann noch weiter die Dichte. Das habe ich dir gerade schon einmal ganz kurz gesagt. Dichte ist auch eine physikalische Einheit. Und bei der Dichte ist es so, dass die 35 Gramm Salz pro Liter Wasser 1,023 Kilogramm pro Liter entsprechen. Das bedeutet, wenn ich 35 Gramm Salz in einem Liter gelöst habe, dann wiegt dieser eine Liter Wasser 1,023 Kilogramm. Also einen Tacken mehr als ein Kilogramm. Das ist Dichte. Dichte ist eine Einheit, die in Deutschland und in Europa sehr gebräuchlich ist. In den USA allerdings nicht. Die Amis haben sich da natürlich wieder was Eigenes ausgedacht, nämlich die sogenannte Specific Gravity, abgekürzt SG, wäre übersetzt das spezifische Gewicht. Bei der Specific Gravity ist es so, dass das wieder eine Einheit ist, die dimensionslos ist. Das ist also keine direkte physikalische Größe, sondern es ist ein Verhältnis zweier Dichten zueinander, nämlich der Dichte des Meerwassers zur Dichte von quasi osmotischem Wasser, also Nullwasser. Und da ist es so, dass 35 Gramm pro Liter gelöstes Salz 1,026 entspricht. Ja, das heißt, da ist eine Differenz bei der normalen Dichte von 1,023 zur Specific Gravity von 1,026. Deshalb darfst du diese beiden Einheiten nicht durcheinander werfen, weil du ansonsten das Gefühl hast, Moment, mein Salzgehalt ist viel zu hoch oder viel zu niedrig, obwohl vielleicht nur die Maßeinheit eine andere ist. Sowohl die Dichte als auch die Specific Gravity sind temperaturabhängig. Das heißt, das Gewicht eines Liters Wasser mit 35 Gramm gelöstem Salz dort drin ändert sich, je nachdem wie warm oder kalt es ist. Und deshalb ist dieser Wert, den ich dir gerade gesagt habe, diese 1,023 Kilogramm pro Liter bei der Dichte und die 1,026 bei der Specific Gravity, der bezieht sich auf eine Wassertemperatur von 25 Grad. Ist deine Wassertemperatur anders, ist dieser Wert anders. Das ist jetzt also die theoretische Grundlage für die Salzgehaltbestimmung. Jetzt ist die Frage, womit messen wir das denn und was misst das dann jeweils? Und deshalb möchte ich jetzt einmal verschiedene Messgeräte hier vorstellen. Das wahrscheinlich klassischste Messgerät für die Salzgehaltbestimmung ist das sogenannte Areometer. Beim Areometer handelt es sich um eine kleine Glasspindel, die ein bestimmtes Gewicht hat. Und wenn diese Spindel in Salzwasser steht, dann kann man sozusagen auf dem Stück der Spindel, der noch aus dem Wasser rausschaut, ablesen, welche Dichte das Wasser hat. Und das ist auch schon der Punkt, ein Areometer misst die Dichte. Bei einem Areometer steht deshalb auch dabei, auf welche Temperatur es entsprechend eingestellt wurde. Und diese Temperatur muss das zu testende Wasser aufweisen, damit die Messung korrekt ist. Wenn also auf deinem Areometer steht 25 Grad, dann muss das Wasser, was du misst, genau 25 Grad haben, damit die Messung korrekt und präzise ist. Die gleiche Bauform gibt es auch für die Specific Gravity, heißt dann allerdings nicht Areometer, sondern Hydrometer. Da wird dann also die Specific Gravity gemessen, allerdings gleiche Voraussetzung, es steht eine entsprechende Temperatur drauf, die das Wasser bei der Messung haben muss. Was hat das für Vorteile? Das Areometer hat den Vorteil, es muss nicht kalibriert werden. Es ist sozusagen fest kalibriert auf einen bestimmten Wert. Das spart schon mal in gewisser Weise Zeit und Aufwand. Außerdem ist es relativ günstig, die Anschaffungskosten sind vergleichsweise gering. Auf der Nachteileseite haben wir aber den ganz offensichtlichen Nachteil, dass das zu messende Wasser eine genaue Temperatur haben muss. Und das ist manchmal natürlich ein bisschen schwierig einzustellen. Außerdem ist das ganze Ding in der Regel aus Glas, deshalb relativ zerbrechlich und auch relativ fummelig bzw. umständlich von der Handhabung her, denn die Messung sollte idealerweise außerhalb des Meerwasseraquariums geschehen. Du kannst diese Spindel jetzt nicht einfach in dein Becken reinwerfen, weil da wird sie dann von der Strömung rumgetrieben, schlägt gegen das Glas und ist kaputt. Also normalerweise gehört zum Areometer immer so ein kleiner Messzylinder, wo du halt Wasser reinfüllst, die Spindel da reinhältst, wartest, bis sie das alles beruhigt hat und dann kannst du ablesen. Was haben wir als weitere Alternative an Messgeräten? Wir haben das optische Refraktometer. Das ist etwas, was ich am Anfang zum Beispiel auch benutzt habe. Und was jetzt genau dieses gesponserte Gerät ist, wovon ich am Anfang sprach. Ich habe hier nämlich eins von Arca. Ein optisches Refraktometer macht sich die Lichtbrechung zunutze, die Salzwasser im Vergleich zu Nicht-Salzwasser hat. Das Praktische an so einem optischen Refraktometer ist, es ist meistens temperaturkompensiert. Das steht wenn dann auch drauf und wenn überhaupt, würde ich da auch nur zu Geräten raten, die temperaturkompensiert sind, weil da macht man sich eben keinen Stress mehr damit, wie warm das Wasser gerade ist. Ein Refraktometer kann in der Regel verschiedene Skalen anzeigen. Meins zum Beispiel zeigt mir einmal PPT an und zeigt mir andererseits die Specific Gravity an.
Ganz, ganz wichtig. Hier also der Unterschied. Da hast du also eine Skala, die von den Werten ja so aussieht, als könnte es auch die Dichte sein, ist es aber nicht, ist in dem Fall Specific Gravity. Da musst du also bitte einmal ganz genau in die Anleitung deines Refraktometers reinschauen, was wirklich dort angezeigt wird. Ansonsten, in dem Fall ist es aber eben auch nicht so schwierig, weil du halt im Zweifelsfall sagen kannst, gut, ich gucke mir halt nur die Skala mit PPT an und ignoriere die andere völlig. So, was hat so ein Refraktometer für Vorteile? Es ist relativ günstig in der Anschaffung, es ist temperaturkompensiert, habe ich gerade auch schon gesagt. Es braucht keine Batterien, da kommen wir später noch zu. Das Areometer braucht natürlich auch keine Batterien, aber es gibt auch Refraktometer, die Batterien brauchen, weil dann haben sie ein eingebautes Licht. Denn damit ein Refraktometer vernünftig funktioniert, damit du da vernünftig was drin ablesen kannst, brauchst du eine helle Lichtquelle. Das Ganze funktioniert so, dass du eine Probe des Meerwassers vorne auf einen Glasträger aufbringst, den sozusagen zuklappst, dann ist dieser Glasträger komplett mit Salzwasser bedeckt und dann ist das im Endeffekt wie eine Art Fernrohr. Du hältst dir das ans Auge und schaust da durch. Und dann siehst du dort drinnen halt die Skala. Das ist auch der Grund, warum ich dir das jetzt hier im Video nicht zeigen kann, denn ich kann da nicht reinfilmen. Aber damit du diese Skala eben vernünftig sehen kannst, brauchst du eine sehr helle Lichtquelle. Entweder also ein sonnenbeschienenes Fenster oder eine helle Kunstlichtquelle, wie hier meine Videopanels beispielsweise, oder aber ein Refraktometer, was eine eingebaute Beleuchtung hat. So ein Refraktometer hat aber leider auch einige Nachteile. Einerseits brauche ich natürlich erstmal diese helle Umgebung. Gut, das ist jetzt ein lösbarer Nachteil, aber trotzdem. Der viel größere Nachteil ist, dass ein Refraktometer ja ein rein optisches Messinstrument ist. Das heißt, es zeigt mir alleine den Brechungsindex. Das Problem ist jetzt, dass dieser Brechungsindex nicht ausschließlich durch Natriumchlorid, also Salz, entsteht, sondern auch andere gelöste Stoffe im Wasser Einfluss auf den Brechungsindex haben können. Ich bekomme also eine Messung aller im Wasser gelösten Substanzen und nicht nur dem Salz. Und das kann halt falsche Ergebnisse produzieren. Deshalb ist es auch nötig, einen Refraktometer zu kalibrieren und zwar mit einer Meerwasserreferenzlösung und nicht einfach mit Osmosewasser. Das ist etwas, was gerade in Foren und gerade in verschiedenen Berichten immer wieder gezeigt wird, dass man einen Refraktometer einfach mit Osmosewasser kalibrieren könne. Das heißt, man nimmt Osmosewasser, schaut da durch und stellt diese Skala, da ist dann immer so eine kleine Schraube, die man einstellt, so kalibriert man das Ganze, stellt diese Skala sozusagen auf Null, weil man hat ja Osmosewasser drin. Aber das funktioniert halt so nicht, wegen dem angesprochenen Problem, dass diese Messung halt alle gelösten Stoffe beinhaltet, nicht nur das Natriumchlorid, weshalb es immer mit einer speziellen Meerwasserreferenzlösung kalibriert werden muss auf den entsprechenden Wert, der dort draufsteht. Und da wir natürlich eine Probe des Meerwassers auf das Gerät draufgeben, müssen wir es natürlich vor und nach jeder Benutzung reinigen, idealerweise mit Osmosewasser, damit keinerlei Rückstände auf diesem Glasträger zurückbleiben. So, neben dem optischen Refraktometer gibt es auch noch ein digitales Refraktometer. Das gibt es beispielsweise von dem Hersteller Hanna, auf den wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Die Dinger sind ziemlich, ziemlich geil, weil die produzieren sehr präzise, sehr schnelle Ergebnisse, sind temperaturkompensiert und allem drum und dran, sind aber auch scheiße teuer. Ja, also das ist halt ein Gerät, was wir uns als Hobbyisten eher weniger zulegen werden, weil da liegen wir halt im Bereich von 300 Euro aufwärts. Und das halt nur für die Salzgehaltbestimmung ist für die meisten wahrscheinlich einfach zu viel Geld. Aber wenn wir es hätten, wäre das ein tolles Gerät und eigentlich die beste Lösung der Messgeräte, die ich dir heute vorstelle. Aber machen wir mal weiter mit den sinnvolleren Messgeräten hier für uns. Und da kommen wir nämlich dann jetzt zum elektronischen Messgerät mit der Leitfähigkeitsmethode. Du erinnerst dich, Leitfähigkeitsmethode habe ich vorhin schon einmal erwähnt, als es um die PSU-Skala ging, die nämlich darauf basiert. Da habe ich dir diese Formel eingeblendet. Und nach dieser Formel und nach dieser Messmethode agieren die meisten dieser elektronischen Messgeräte. Der Vorteil dieser Messgeräte ist, sie sind sehr schnell, denn ich kann die Messung direkt im Aquarium vornehmen. Ich muss keine Probe dort rausnehmen, ich muss keine Probe irgendwo draufträufeln, ich muss nicht darauf achten, dass meine Probe eine bestimmte Temperatur hat. Ich schalte einfach nur das Gerät ein und halte es ins Aquarium. Und dann bekomme ich mein Ergebnis. Weiterer Vorteil, es ist sehr präzise, wenn kalibriert. Und das ist ganz wichtig, das ist dann nämlich auch gleichzeitig einer der Nachteile. Natürlich, es muss kalibriert werden und es muss natürlich auch gereinigt werden, hier ebenfalls wieder idealerweise mit Osmosewasser, damit an den kleinen Kontakten, über die die Messung stattfindet, keine Rückstände zurückbleiben. Außerdem können die meisten elektronischen Messgeräte einfach die Skala umschalten. Ich kann mir also sozusagen aussuchen, mit welcher Skala, mit welcher Messmethode und welchen Wert ich dort angezeigt haben möchte. So, womit misst du denn jetzt deinen Salz? Gehalt und vor allem kalibrierst du deine Messgeräte regelmäßig? Schreib mir das mal unten in die Kommentare und wenn ich dir bisher schon was Neues mit diesem Video erzählen konnte, dann gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. So, ich habe jetzt, seit ich mein Meerwasser-Aquarium gestartet habe, tatsächlich ein, zwei verschiedene Messgeräte mal hier durchgehabt und habe sie auch immer noch hier liegen und habe mir eben jetzt zuletzt, konkret auch für dieses Video, das
Referenzmessgerät geholt. Das ist natürlich kein Referenzmessgerät, aber es ist das, was eigentlich durch die Bank überall positiv bewertet ist und was alle einem empfehlen. Und das ist das Hanna HI98319. Wer auch immer sich diese Produktnamen ausdenkt. Hanna Instruments ist ein Hersteller von Labormessgeräten. Also das ist jetzt wirklich kein Scheiß, ja, sondern das ist halt durchaus ein Hersteller, der macht nichts anderes. Die bauen halt Labormessgeräte für alles Mögliche, unter anderem auch für den Meerwasser-Aquarianer, wenn es halt hier dann um die Messung des Salzgehaltes geht. Und neben dem elektronischen Messgerät, was ich jetzt halt hier benutze und was ich dir auch kurz zeigen möchte, jetzt hier gleich in diesem Vergleich, bauen die zum Beispiel auch so ein digitales Refraktometer, was ich vorhin gemeint habe, was halt schon so die Porsche-Klasse wäre, wenn wir jetzt so auf Messgeräte hier gehen. So, das Test-Setup besteht jetzt daraus, dass ich gerade ohnehin den nächsten Wasserwechsel an meinem Meerwasser-Aquarium machen wollte und ich jetzt einfach mal hier die verschiedenen Messgeräte, die ich gerade noch hier habe, nutzen möchte, um mal zu sehen, wie groß ist denn wirklich der Unterschied in der Messung und wie stark wirkt sich eine Kalibrierung auf die Messung aus. Ich habe hier also meinen 20-Liter-Fass, dort habe ich gerade 800 Gramm vom Tropic Marine Pro Reef Salt reingegeben. Das ist die Menge, mit der ich hier immer arbeite auf meinem Osmosewasser und damit komme ich halt auf meine ziemlich genau 35 Gramm pro Liter, die ich dort haben möchte. Lustigerweise ist der Wert, den du ins Wasser reingibst, wenn du das mal schnell nachrechnest, ne, 800 Gramm auf 20 Liter, das ist nicht 35 Gramm pro Liter, sondern das sind 40 Gramm pro Liter. Das liegt einfach daran, dass das Salz halt nicht nur aus Salz besteht, sondern wie auch vorhin schon beim Refraktometer, das Meersalz, was wir benutzen, um unser Meerwasser herzustellen, besteht eben noch aus ganz vielen anderen Elementen, die dem zugesetzt werden. Und deshalb muss ich sozusagen mehr Gramm pro Liter an dieser Salzlösung in mein Wasser schütten, um am Ende 35 Gramm pro Liter Salz zu haben. So, wir machen jetzt einfach die erste Messung mal mit dem Hanna-Messgerät und zwar frisch aus der Verpackung. Ich habe es gerade erst ausgepackt, ich habe es noch nicht kalibriert. Das heißt, das Ding ist jetzt also so, wie wenn es neu bei euch zu Hause ankommt und so habe ich es jetzt einfach mal rausgenommen und so werden wir jetzt die erste Messung hier einmal machen und du siehst das Ergebnis, was das Messgerät mir jetzt hier anzeigt, im unkalibrierten neuen Zustand und das sind 34,7 ppt. Ist ja schon mal gut. Das ist also ein Wert, mit dem kann ich wunderbar leben für mein Meerwasser. Aber das Problem ist natürlich, ich weiß nicht, ob er wirklich korrekt ist, weil das Gerät wurde nicht kalibriert. Und deshalb werden wir als nächstes einmal die Kalibrierung durchführen. Das funktioniert bei diesen Geräten immer gleich. Man bekommt da so kleine Beutelchen, die kann man extra kaufen. Oder bei dem Hanna ist es beispielsweise auch so, dass 4 dieser Beutelchen dabei liegen. Ich habe mir aber auch direkt gleich noch eine zusätzliche Packung geholt. Da sind nochmal 20 Beutel drin, weil die braucht man halt immer wieder. Da kommen wir auch gleich im Fazit noch drauf zu. Es gibt dann an dem Gerät einen Kalibrierungsmodus und diese Flüssigkeit, die in diesen Beutelchen drin ist, ist halt exakt 35,0 ppt. Und ich versetze dann das Gerät in den Kalibrierungsmodus, halte es in diese Flüssigkeit rein und nach ein paar Sekunden hat es dann den Wert dort angenommen und ist jetzt eben genau auf diese 35,0 ppt kalibriert. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Jetzt messen wir also nochmal unser Wasser, was ich dort gerade angesetzt habe. Übrigens für das Wasser, damit ihr euch da auch nicht fragt, wie das Ganze jetzt genau läuft. Das Wasser wurde vor ziemlich genau einer Stunde angesetzt. Es läuft seitdem mit einer kleinen Strömungspumpe. Es wird also kontinuierlich umgewälzt. Ich kann mir also sicher sein, dass das verwendete Salz dort aktuell zu 100% bereits gelöst ist und sich der Salzgehalt deshalb jetzt nicht verändert, weil es sich noch weiter lösen würde. So, und nach der Kalibrierung zeigt mir das Hanna-Messgerät an 34,9 ppt. Und damit habe ich jetzt natürlich die Sicherheit, hey, das Gerät wurde gerade exakt kalibriert. Ich kann mir sicher sein, dass diese Messung genau ist. Und das angesetzte Wasser, was ich hier habe, hat 34,9 ppt. Das ist perfekt. Diese 0,1 ppt, da müssen wir jetzt wirklich nicht drüber nachdenken, dass das ein Problem für unser Aquarium sei. Damit weiß ich jetzt also, hey, das Wasser, was ich dort angesetzt habe, ist perfekt geeignet, um es in meinem Meerwasser-Aquarium zu verwenden. Spannend ist jetzt natürlich, was zeigen denn die anderen Messgeräte an? Ich habe mir tatsächlich vor einiger Zeit schon mal so ein elektronisches Messgerät geholt, allerdings ohne mich zu diesem Zeitpunkt groß mit der Thematik nochmal neu beschäftigt zu haben. Und zwar habe ich mir da ein Gerät von Measury geholt. Du findest übrigens alle Geräte, die ich dir hier in diesem Video vorstelle, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das Messgerät habe ich jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr benutzt. Das heißt, die letzte Kalibrierung, dass man die kalibrieren muss, war mir natürlich klar. Und das habe ich auch immer entsprechend gemacht. Die letzte Kalibrierung für dieses Gerät ist wahrscheinlich etwas über 4 Wochen her. Also schon eine ganze Zeit zurück. So, und wenn wir das jetzt einfach mal in diesem aktuellen Zustand nehmen und in das Wasser reinhalten, dann kommt da ein ziemlich krass anderer Wert raus, nämlich 32,6 ppt. Ja, das ist 2,3 ppt niedriger als die genaue Messung, die wir gerade mit dem Hanna gemacht haben. Und das ist doch schon eine ziemlich krasse Abweichung. Denn das wäre eigentlich als Salzgehalt für unser Wechselwasser zu niedrig. Das heißt, wenn ich jetzt nach dieser Messung gehen würde,
würde ich mein Wasser aufsalzen und dann noch mehr Salz reinkippen. Und wenn wir jetzt die Differenz von 2,3 ppt angeben, wenn ich jetzt also nach diesem Messgerät auf meine 35 kommen wollen würde, dann wäre meine Messung in Wahrheit nicht 35, sondern 37,3. Und das wäre dann schon ziemlich, ziemlich hoch. Ja, und ich denke, das zeigt sehr, sehr deutlich, dass hier eine regelmäßige Kalibrierung wirklich entscheidend ist. Wir machen das Ganze zum Spaß auch nochmal mit dem Refraktometer. Das kann ich jetzt leider nicht zeigen, denn wie gesagt, in das Refraktometer kann ich nicht reinfilmen. Also diese Skala dort drin kann ich schlicht nicht abfilmen. Da habe ich keine Möglichkeit zu. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Das Refraktometer habe ich ebenfalls, ich glaube, das letzte Mal kalibriert vor wahrscheinlich 2 Wochen ungefähr. Auch mit der entsprechenden Meerwasserreferenzlösung, also genauso wie es sein soll. Trotzdem, wenn ich jetzt hier durchschaue, dann zeigt mir das Ding an einen Wert von über 40 ppt. Bei 40 endet die Skala, aber mein Messbereich ist noch darüber. Also ich würde jetzt mal schätzen, er liegt bei ungefähr 41 ppt. Und das ist natürlich auch ein völliger Quatschwert. Wenn ich den jetzt anlege und mein Wasser entsprechend verändern würde, müsste ich jetzt ordentlich Wasser rausnehmen und mit Osmosewasser auffüllen. Und dann habe ich im Endeffekt, wenn ich jetzt da diese Differenz anlege, das ist ja eine Differenz von fast 6 ppt, dann wäre mein Wasser 6 ppt niedriger und dann wäre ich bei 29. Ja, und das ist natürlich viel, viel, viel zu niedrig. Also da auch. Echt krass, was das ausmacht, wenn man das Ganze nicht regelmäßig kalibriert. So, Fazit. Eine Kalibrierung ist extremst wichtig und leider auch nicht vermeidbar, wenn du präzise Ergebnisse haben willst. Außer du benutzt ein Areometer, das muss nicht kalibriert werden, aber da musst du eben dafür sorgen, dass die Temperatur der Messflüssigkeit genau eingehalten wird, was nicht unbedingt viel leichter ist als eine Kalibrierung von so einem Gerät. Ich finde es aber deshalb wichtig, auch zu betonen, dass man diese Kalibrierlösungen, die man ja extra kaufen muss, man sollte die schon tatsächlich eingepreist haben, wenn man sich entscheidet, eins dieser Geräte zu kaufen. Wie gesagt, bei dem Hanna war es jetzt so, dass 4 von den Dingern beiliegen. Die Frage ist halt, wie häufig kalibriert man? Ja, Hanna empfiehlt in der Anleitung, mindestens einmal im Monat zu kalibrieren, wenn man es regelmäßig benutzt. Wenn man wirklich sicher gehen will, dass man präzise Ergebnisse hat, sollte man es laut Empfehlung von Hanna in der Bedienungsanleitung vor jeder Messung kalibrieren. Dann kann das Ganze natürlich schon so ein bisschen auch ins Geld gehen und vielleicht auch so ein bisschen nervig werden. Wenn ich das jetzt, so wie ich mein Meerwasser-Aquarium ja hier mit wöchentlichem Wasserwechsel betreibe, jede Woche machen müsste. Aber es führt halt keinen Weg dran vorbei, wenn du dir sicher gehen willst, dass der Salzgehalt in deinem Aquarium präzise und genau eingestellt ist. Ich würde deshalb auch jetzt nach diesem Video und nach der Vergleichsmessung, die wir gerade gemacht haben, tatsächlich das Hanna HI98319 auch wirklich empfehlen. Also für mich ist das jetzt das Gerät, was ich jetzt regelmäßig benutzen würde, denn einerseits ist es natürlich ein gutes Gefühl, was man hat, wenn man ein neues Gerät bekommt und es selbst ohne entsprechende Kalibrierung bereits einen sehr präzisen Wert anzeigt. Die Abweichung war ja nur 0,2 ppt. Und ich finde es natürlich gut, dass Hanna da auch entsprechend wirklich sofort Kalibrierungsbeutel beilegt und man die nicht sofort von vornherein neu kaufen muss. Denn wenn man sich vielleicht noch nicht damit auseinandergesetzt hat mit dieser Thematik, zumindest nicht so intensiv, dann möchte man halt einfach so ein Gerät kaufen und damit arbeiten können und nicht ein Gerät kaufen, wo dann in der Anleitung steht, ja, du musst das aber bitte vorher einmal kalibrieren. Ja, aber womit denn? Und dann liegt keine Kalibrierungslösung bei. Das war nämlich bei dem Measury-Gerät der Fall. Deshalb also hier auch meine Empfehlung, das Hanna als Gerät zu kaufen. Ja, das ist nicht günstig. Das kostet halt knapp über 90 Euro. Und das ist ein Preis, also für ein Messgerät, das muss man halt auch schon ausgeben wollen und das muss man gerade mal überhaben. Auf der anderen Seite muss man aber halt auch eben sagen, der Salzgehalt ist mit die wichtigste Stellgröße für unser Meerwasseraquarium und extrem wichtig dafür, wie es den Tieren da drin geht. Da sollte man halt an einer präzisen Messung auch nicht unbedingt sparen. Aber schaut deshalb auch von vornherein, dass ihr entsprechend so ein Nachfüllpack an Kalibrierungsbeuteln bereits mit einpreist. Wie am Anfang schon gesagt, findest du unten in der Videobeschreibung Links zu allen Geräten, zu den Kalibrierlösungen und auch zu diversen weiteren Quellen, die noch einmal das belegen, was ich dir in diesem Video hier erzählt habe und die noch weiterführende Informationen zum Thema Salinität und Salzdichte-Messung haben.